Servus Leute und sein herzlich willkommen zur 6. Folge der AC Mailand Karriere. Und in der letzten Folge hatten wir ja die Wintertransferphase, in der wir Benjamin Henrichs hier verpflichtet hatten und Ryan Sessegnon zu uns gestoßen ist. Und am Ende der Episode haben wir dann auch noch hier diesen Meier von Hertha BSC dann verpflichtet, weil irgendwie in den News so gekommen ist, dass das ein Riesentalent sei. Und heute werden wir hauptsächlich eigentlich nur Spiele simulieren und auch trainieren und vielleicht machen wir auch noch ein paar Vorverträge. Und Montolivo wird dann auch für 5 Millionen noch verkauft. Und dann gehen wir rein ins erste Spiel gegen Udinese Calcio. Und das werde ich jetzt hier gleich überspringen und es wird nur ein 1:1. Nächste Trainingseinheit und Gianto geht hoch auf eine 80. Und wir verkaufen Vergara für 4 Millionen an Verona. Nächstes Spiel gegen Spal. Hier erwarte ich auf jeden Fall einen Sieg, aber irgendwie spielen wir derzeit nur unentschieden. Gute Nachricht, Montolivo wurde für 5 Millionen verkauft. Und da ist das Spiel der Spiele. Wir spielen heute in dieser Folge gegen Real Madrid. Aber das erste Spiel werden wir simulieren, das Endspiel. In der Champions League. Ich will hier auf jeden Fall weiterkommen. 10 Minuten gespielt. Noch nichts passiert. 0:0 steht hier. Und wir führen 1:0 durch Sus und Bale hat sich verletzt. Also was haben die denn für Spieler? Ah, Ronaldo, Benzema, Bale. Also, oh, 2:0. Ronaldo mit dem Anschlusstor. 1:2 aus Real Madrids Sicht. Reus verschießt noch den Elfmeter, aber wir gewinnen im Hinspiel mit 2:1. Ja, also bei der Aufstellung von Real Madrid hat sich nichts getan. Aber auch sehr wichtig, das Ligaspiel gegen AS Rom. Auch simuliert und wir werden dann wahrscheinlich das Spiel gegen Real Madrid heute in dieser Folge selber spielen. AS Rom, sieht nach einer B11 aus. Suso mit dem 1:0. Perez gleich aber in der 24. Minute aus. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht verlieren. Also ich will hier gewinnen. Und Bonaventura macht das 2:1. Und so sollte es jetzt auch vorbei sein. Genauso ist es, wir gewinnen 2:1. Wichtig für die Tabelle. So, ich habe jetzt hier mal das Training ein bisschen umgestellt. Aber keiner geht leider hoch. Mal wieder eine gute Nachricht. Vergara wird für 3,2 Millionen verkauft. Und hier können wir einen Spieler per Vorvertrag verpflichten. Leon Goretzka. Sein Vertrag läuft diese Saison aus, auch wenn wir diese Saison wahrscheinlich auch als letzte hier im FIFA 18 da machen. In FIFA 19 geht es dann weiter mit der AC Mailand Karriere, aber trotzdem können wir den noch verpflichten. Vielleicht hänge ich noch eine Saison daran. Auf jeden Fall versuche ich ihn jetzt hier mal zu verpflichten für die nächste Saison. Leon Goretzka spielt nächste Saison dann bei AC Mailand in der Serie A im zentralen Mittelfeld. Und noch ein sehr wichtiges Spiel und zwar gegen Inter Mailand. Und noch ein wichtiges Spiel wird jetzt simuliert gegen, ja, den Stadtrivalen Inter Mailand, das Derby in der Serie A. Ich glaube, es gibt noch FC Turin gegen Juventus Turin, aber ich denke, Milan gegen Inter ist das Größte. Ja, es sieht so aus, als würden die auch nicht so mit der Topmannschaft spielen. Wir führen mit 1:0 durch Bonucci, der ja Rechtsverteidiger spielt. Bonaventura, ja, jetzt liegt das 2:0. Silva dann das 3:0 und das ist auch der Endstand. Nächste Trainingseinheit, Sessegnon geht schon mal eine Gesamtstärke hoch. Nächstes Spiel gegen Sampdoria gewinnen wir mit 3:1, also jetzt gewinnen wir endlich mal wieder Spiele. Alenia geht im Training um eine Gesamtstärke auf 76 mal hoch. Und mit dieser Startaufstellung gehen wir jetzt in dieses Spiel zu Gast in Real Madrid oder bei Real Madrid im Santiago Bernabéu. Gehen wir dann mit dieser Startaufstellung hier rein. Und heute gibt es mal Premiere. Ich spiele heute dieses Spiel mal auf Weltklasse. Gegen, ja, Real Madrid wird es wahrscheinlich schon etwas schwieriger. So, hier ist das Spiel der Spiele im Santiago Bernabéu in Madrid. Real Madrid gegen AC Mailand. Also mein Ziel ist auf jeden Fall hier das Weiterkommen ins Viertelfinale. Aber das will natürlich Real Madrid auch erreichen und
wir gehen jetzt rein hier ins Spiel. Let's go. Und hier rennt jetzt mal Suso auf den Außen. Suso immer noch am Ball. Suso legt den Ball rein auf Reus. Und Reus mit der Riesenchance. Wieso nimmt er den denn bitte mit links? So, Halbzeit. Bisher wirklich nur diese eine Chance von Reus hier in dieser Partie gewesen. Bisher sind wir weiter mit einem 0-0. Ich glaube, bei einem 1-0 sind wir raus. Aber bei einem 1-1 sind wir auch noch weiter. Aber bei einem 2-1 geht es in die Verlängerung. Und dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Das ist jetzt André Silva und Navas mit der Glanztat. Immer noch 0-0 hier nach 72 Minuten. Also sehr langweilig hier. Jetzt einfach in den letzten Minuten hier kein Tor mehr kassieren. Und dann ist das 1-0. Damit sollten wir eigentlich raus sein. Ich weiß auch nicht, warum hier 2-2 steht. Eigentlich sollten wir jetzt raus sein, weil ja Real hier... Scheiße, ne, mal wieder mit so einer richtigen Assi-Ecke, ne? Wo, wer ist das? Der Senior, glaube ich, nicht mal hochspringt wahrscheinlich, um den Ball abzuwehren. Ja, und jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir raus. De Thomas, was ist das für ein Scheiß-Dreckspiel? Mann, ey, ja, sind wir raus. Scheiße. Ey, schaut es euch an. Was macht ihr? Keine Ahnung, Musaccio, Alter. Ey, ne, dieses Spiel ist so kacke, Alter. Es ist doch klar, dass die gewinnen, weil... Ja, wir sind jetzt hier ausgeschieden. Ja, eigentlich unverdient. Also Real hatte hier 3 Chancen vielleicht. Ja, so ist es auch. Wir hatten niemals nur 2. Wir hatten mindestens 5 Chancen. Ich habe euch wahrscheinlich nur 3 oder so gezeigt. Ja, raus aus der Champions League. Dann heißt es eher, sich auf den Pokal und auf die Liga zu konzentrieren. Ich weiß nicht, sind wir überhaupt noch im Pokal drin? Ich glaube, da sind wir auch schon ausgeschieden. Wenn das so ist, dann... Ja, wir sind aus dem Pokal ausgeschieden. Dann heißt es, wir können uns jetzt vollkommen auf die Liga konzentrieren. Wir haben jetzt keine anderen Spiele mehr, außer in der Liga. Und Juventus Turin hat halt dann auch noch Champions League Spiele. Also, die haben dann eine Doppelbelastung noch. Deswegen haben wir jetzt hier einen Fokus drauf. Oder können wir jetzt einen Fokus auf die Liga werfen? Was wir natürlich auch machen. Ja, dann muss ich heute wahrscheinlich nur 3 Spieler oder kann ich nur 3 simulieren oder trainieren. Ey, ich bin gerade ernsthaft wegen diesem Scheißspiel abgefuckt, weil ich hätte es eigentlich sowas von gewinnen müssen. Aber ich konnte mich halt auch nicht entscheiden. Soll ich jetzt in die Offensive noch gehen, um halt ein Tor zu erzielen? Das wäre natürlich sehr gut gewesen. Dann habe ich mich aber auch eher dazu entschieden, jetzt hinten stabil zu stehen, was wir dann auch nicht geschafft haben, weil Musaccio, also beim dem 2-0, weiß ich auch nicht, was der gemacht hat. So, dann simulieren wir hier noch das Spiel gegen Genua und wir gewinnen 2-1 zu Turin. So, und in der nächsten Episode spielen wir... dann das Spiel gegen Juventus Turin. Ich verabschiede mich dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.